Mit einer besonderen Grenzsituation im Rennsport beschäftigt sich die nun folgende Szene. Ja? Also, mein Junge. Ja. Mein erster Grand Prix. Ja. Hast du natürlich eigentlich null Chance. Ja. Aber 30 Fahrer am Start. Und wer weiß, wie viele von denen heute wieder mal in die Strohballen reinbeißen oder in die Reifenstapel oder wenigstens in den Rettungshubschrauber. Was? Umsteigen. Ach so. Das ist das Schöne am Rennsport, der Sensenmann ist immer dabei. Und eine kleine Massenkarambolage. Ja, soll ich einen anfahren? Oder? Nein, du Idiot. Oder blockieren oder wegdrücken. So. Geradeaus sollst du fahren, immer nach vorne, das möglichst schnell. Ja. Und immer im Kreis rum, Einbahnstraße. Okay, wie Sie wünschen. Aber wenn nun durch einen dummen Zufall, wenn du durch Zufall plötzlich selber auf dem Siegertreppchen landen solltest, das hast du zwar live x-mal gesehen, im Fernsehen noch öfter, aber ich sag dir eins, mein Junge, wenn du erstmal selber da oben stehst, da ist alles ganz anders. Und die geilen Mädchen hampeln da rum und die Kameras und die Fotografen und das Publikum. Ja. Und deshalb will ich mit dir vorher mal die Situation kurz durchsprechen, okay? Ja, klar, wie Sie wünschen. Also, du bist Sieger, okay? Okay, wie Sie wünschen. Was empfindet ein Sieger innerlich? Psychisch? Innerlich. Stehe ich auf dem Siegertreppchen. Und dann? Spritze ich los. Moment, Moment. Das Ganze ist doch fürs Fernsehen. Es geht doch auch um dein Gesicht, um dein Gefühl, um dein Bewusstsein. Das musst du rüberbringen. Ja, okay. Also erst das Bewusstsein und dann spritze ich los. Nein! Erst kommt der Stolz, die Freude. Du bist Sieger. Ja. Du hast alle deine Rivalen unterworfen. Du bist der Größte. Ja, genau. Ja. Und diese ungeheure sympathische Erleichterung, diese Befreiung, dieses rauschhafte Glücksgefühl. Ja, okay, ja? Aber nach dem Glücksgefühl, da spritze ich dann endlich los. Oh Gott, Junge, ja, nein! Mensch, Kind, du kapierst das nicht. Hör mal zu, du bist ein so begabter Rennfahrer. Ja. Du kannst ganz prima hinter den anderen hinterherfahren. Ja, lass mal. Oh. Du bist am Start immer losgefahren und am Ziel bist du angekommen. Ja, okay, ja. Aber du bist kein Siegertyp. Okay, dann spritze ich also nicht los. Doch, Junge, doch, aber doch nicht so mechanisch, doch nicht wie ein Feuerwehrmann, der einen brennenden Aschenbecher mit Champagner löscht. Okay, also nicht in den Aschenbecher. Nicht mechanisch, sondern mehr von innen raus, unkontrolliert. Du musst dich freuen wie ein Tier. Was würde denn ein Hund machen, wenn er alle seine Gegner besiegt hat? Soll ich mit dem Schwanz wedeln? Das würde ein Hund auch nicht machen. Sondern wenn ein Hund alle seine Rivalen weggebissen hat, wenn er Sieger ist, dann hebt er sein Bein und markiert mit dem Harn seine Überlegenheit. Ha? Er setzt seine Siegermarke. Okay, soll ich die Kollegen lieber anpinkeln? Nein! Mensch, das Kind, dafür hast du doch den Champagner. Der Champagner ist der Ersatzharn des Rennfahrers. Ja. Aber du musst ihn genau so bewusst einsetzen, als wärest du ein Hund. Okay, ja, ja. Ich spritze wie ein Hund. Aber nicht bellen dabei, sondern mehr von innen raus, okay? Wie ein Hund, der Champagner pinkelt. Gut, aber Junge, ja? Es werden Leute kommen, linke Journalisten, die werden dich anmachen. Nee. Ja, die werden zu dir sagen, oh, sie spritzen hier mit Champagner rum. Die Markenflasche $300 das Stück und in Afrika verhungern die Kinder. Ja, okay, dann höre ich auf. Nein. Dann spritzt du weiter. Ach so. Ja. Ja. Und dann sagst du zu denen, aber an die vielen Rennfahrerkollegen, die ihr Leben gelassen haben, an die denken sie wohl nicht. Außerdem ist Champagner keine Babynahrung, okay? Okay, ja. Ich spritze also weiter. Ja, aber denke immer an den Hund, der seine Rivalen weggebissen hat. Ja, okay. Also ich spritze wie ein Hund. Aber eins habe ich jetzt immer noch nicht verstanden. Wann hebe ich dabei endlich das Bein?